kennst das bestimmt. Kaum fallen draußen die Temperaturen, beginnt deine Nase zu rinnen, du hast Halsweh und bist erschöpft. Aber Kälte direkt kann keine Grippe und keinen Schnupfen verursachen. Sonst wären die Bewohner in kalten Regionen wie Norwegen oder Sibirien ständig krank. Dass wir im Winter also öfter erkältet sind, hat andere Gründe. Zum Beispiel verbringen wir im Winter mehr Zeit in geschlossenen Räumen und weniger an der frischen Luft. Und ohne frischen Sauerstoff und ohne Sonnenlicht produziert unser Körper weniger Vitamin D. Vitamin D ist aber wichtig für unser Immunsystem und schützt uns vor angreifenden Krankheitserregern. Ein weiterer Grund, dass wir im Winter häufiger krank werden, ist, dass die warme Heizungsluft in den geschlossenen Räumen unsere Schleimhäute austrocknet. So können sich Viren und Bakterien schneller ausbreiten und Halsweh, Schnupfen und sogar eine Grippe auslösen. Wie kannst du dich also vor dem Krankwerden schützen? Erstens, Bewegung. Versuch trotz der kalten Temperaturen jeden Tag ein paar Minuten an der frischen Luft und im Tageslicht zu verbringen. Zweitens, warm anziehen. Achte darauf, dass du dich warm anziehst. Aber übertreib es nicht, denn sonst beginnt dein Körper zu schwitzen. Und wenn du schwitzt, sinkt deine Körpertemperatur und dein Immunsystem ist leichter angreifbar. Drittens, schlafen. Ganz wichtig ist es, dass du ausreichend schläfst und dein Körper ausgeruht ist. Nur so kann dein Immunsystem zur Höchstform auflaufen und Krankheitserreger bekämpfen. Viertens, Hände waschen. Bakterien und Viren verbreiten sich auch über Gegenstände, die du angreifst. Deswegen solltest du dir die Hände mehrmals am Tag waschen. Vielleicht ist dir auch aufgefallen, dass du öfter krank bist als deine Eltern. Das liegt daran, dass dein Immunsystem noch lernen muss, sich gegen Krankheitserreger zu wehren. Denn bei jedem Kontakt mit einem unbekannten Virus ist dein Immunsystem zunächst noch wehrlos. Erst im Laufe der Erkrankung werden die richtigen Abwehrkräfte gebildet. Also keine Sorge, wenn du dich trotz Vorsichtsmaßnahmen erkältest. Mit der Zeit wird dein Immunsystem stärker. Hallo, Okidoki!